Volker Kauder ist von der Schilderung dieses Nordkoreaners tief bewegt. Der junge Mann erzählt, wie er aus Nordkorea flüchtete und dass er für den Fall, dass er entdeckt würde, Gift dabei hatte, übersetzt ein Dolmetscher. Aber ich wusste, wenn ich gefangen genommen werde, da muss man eine sehr einsame, sehr leidvolle Zeit ertragen. Volker Kauder und Heribert Hirte im Gespräch mit einer Gruppe aus Nordkorea geflohener Christen. Um ihre Familien daheim nicht zu gefährden, wollen sie unerkannt bleiben. Sie berichten von Todeslagern, Hungerelend und der ständigen Angst, verraten zu werden, selbst in der eigenen Familie. Uns wurde berichtet, dass das System der Kollektivstrafe, das ist, was die Familien hier zur Systemtreue zwingt. Wenn ein Vater merkt, dass das Kind, dass der Sohn einen falschen Rundfunksender hört, dann zeigt er seinen eigenen Sohn an, aus Angst davor, anschließend selbst ins Gefängnis zu kommen. Weltweit werden rund 100 Millionen Christen aus religiösen Gründen verfolgt. Am schlimmsten ist die Situation in Nordkorea, wo Schätzungen zufolge ca. 70.000 Christen als Feinde des Staates in Arbeitslagern eingesperrt sind. Dass diese Menschen die Möglichkeit hatten, aus Nordkorea zu fliehen, gibt jetzt uns die Möglichkeit zu erfahren, was in diesem Land wirklich los ist. Natürlich ist der Hunger, die Hungersnot das große Problem. Und diejenigen, die nicht so funktionieren, wie die Führung sich das vorstellt, landen eben in den Lagern, die an Grausamkeit kaum zu überbieten sind.